Guten Abend miteinander. Für mehr als die Hälfte der Menschen ist Reis sozusagen das tägliche Brot. Bei uns hingegen ist Reis eher nur eine Beilage. Und darum kommen auch von diesen jährlich angebauten 500 Millionen Tonnen nur gerade 2% aus westlichen Ländern. In Asien und den Ländern der dritten Welt, wo man am meisten Reis braucht, wird er auch heute noch vorwiegend nach traditioneller Methode mit Ross, Ochsengespann und natürlich mit viel Einsatz von menschlichen Arbeitskräften angebaut. Wir in der Schweiz, also auch Coop, beziehen den Reis hauptsächlich aus den USA, Italien und Spanien, wo für das Bearbeiten dieser riesigen Felder fürs Säen und Ernten modernste Technik zum Einsatz kommt. Nach der ersten Verarbeitungsphase im Ursprungsland kommt der Reis als Halbrohreis per Schiff zu uns, wo er in den verschiedensten Reismühlen zu dem weissen oder Parpoltreis raffiniert wird, so wie man ihn hier bei uns kennt. Es gibt mehrere tausend Sorten Reis, die man grundsätzlich nach Langkorn, Rundkorn und Mittelkorn unterscheidet. Und zu diesem Thema äußert sich jetzt eine kompetente Kollegin von mir. Jedes von diesen Reiskörnern hat Eigenarten, die man beim Kochen berücksichtigen sollte. Darum nehme ich für jedes Gericht die Sorte, die sich am besten dafür eignet. Für Trockenreis, Reissalat oder östliche Reisgericht, USA Parboiled Vitamin Reis. Für Suppe oder Dessert der Camolino, für Risotto Arborio oder Vialone und Vollreis für besonders währschafte Reisgerichte. So, und jetzt sollte ich schleunig schauen, dass ich in die Küche zurückkomme. Übrigens, alle die verschiedenen Reisgerichte gibt es jetzt bei Coop zum Aktionspreis. Fondue-Rezept gibt es so viel wie Leute, die sie geniessen. Und jede Landesgegend kennt ihre Spezialitäten. Bei uns gibt es heute Fondue nach Freiburger Art. Das Besondere an diesem Rezept ist die Käsemischung. Freiburger Waschrein, wo man in Scheiben schneidet, und geriebenen Gräserzer. Wie bei jedem Fondue wird auch hier das Gaglan mit einem Knoblauchzehen ausgerieben. Dann der Käse im Weisswein schmelzen. Und hier dabei natürlich das richtige Rühren nicht vergessen. Ich mache es in einem Achti. So. Wenn der Käse verlaufen ist, Maizena im Kirsch anrühren und zum Fondue geben. Kurz aufkochen und dann würzen mit Pfeffer und Muskatnuss. Und dann mit viel Weiss- oder Halbweissbrotwürfel servieren. Zu diesem Fondue-Blausch wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Ob Käsegericht oder eine Spezialität aus Reis ist Geschmackssache. Etwas, was aber sicher die meisten gerne haben, sind die Aktionsangebote. Zum Anfang ein aktuelles Blumenangebot. So einen Weihnachtsstern mit weissem Übertopf gibt es für nur 5,90 €. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop alle Midi Le Menu Fertiggericht 1 Franken günstiger. Zum Beispiel Chicken Curry Madras statt 4,90 € nur 3,90 €. Diverse Süßgetränke sind billiger. Zum Beispiel 1 Liter Coca-Cola oder Coca-Cola Light statt 1,25 € nur 95 Rappen. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Clementine im Netz an 1 Kilo nur 1,70 €. Auf Wiedersehen!